Wir sind zurück in der Sockerlounge mit dem Erich Vogel. Reden gerade darüber, ob es gute Fußball-Theaterstücke gibt und Filme. Wir sind der Meinung, zu wenig gute Erich wird in Zukunft noch ein Drehbuch vorlegen. Du schreibst schon gerne, habe ich gehört. Kommt drauf an, was? Auf den Hang, habe ich gehört, schreibst du? Meistens, ja. In diesen Situationen? Nein, meistens mit Hand und Pen. Erich, mein Fragebuch, 3 Fragen. Das erste Kapitel, das wir aufschlagen, ist Lust und Laster. Ihre Lieblingskneipe. Gibt es einen Beiz in Zürich, den man immer wieder sieht? Nein. Nein. Gehst du aber regelmässig auswärts gegessen? Ja, aber immer wieder niemand anders. Und, also keiner, Kino, wo man mich eher sieht, oder Theater, wo man mich eher sieht, als dass man in einer Beiz mich sieht. Wer Sie wirklich sind, hätten Sie sich gerne selbst als Freund? Oh, die Frage haben wir noch nie gestellt. Eine Frage, die Erich Vogel sich noch nie gestellt. Yes! Das ist mit der Umgang mit dem Vogel ist schwierig, das ist klar, aber du musst schwierige Leute gerne haben, sonst musst du, ist besser, wenn man die Finger voll hat. Kann ich nicht bestätigen, dass der Umgang mit dir schwierig ist. Letzte Fragen. Welche Fragen stellen Sie sich im Leben immer wieder? Gibt es eine zentrale Frage, wo du sagst, die beschäftigt dich in deinem zarten Alter von? 76. Puh. Nein, es gibt natürlich verschiedenste Fragen. Wenn du mit dem Tod konfrontiert wirst in der eigenen Familie, dann machst du natürlich Gedanken. Und im Alter macht der andere das, was es früher ist. Aber dass ich mir jetzt eine Frage immer wieder stelle, ja, die man am Anfang gesagt hat, warum sind Menschen so unvollkommen? Warum haben wir alle 2 Gesichter? Warum gibt es nicht mehr Solidarität? Warum müssen wir immer wieder Krieg führen? Also es ist schon dort, wo man muss sagen, ja, ich hoffe, es wird mal besser. Und da ich ein Duroptimist bin, es ist ja ein bisschen besser geworden. Genau. Aber jetzt sind wir gerade in einer zünftigen Rezession. Also wir haben einen zünftigen Rückfall gehabt, wenn du siehst, was heute in Syrien und überall ist. Und die Flüchtlinge, die jetzt kommen, da kommt eine Lawine von uns los, die wir die Ausmasse noch nicht kennen.